Im US-Bundesstaat Alabama sind auf einer Kindergeburtstagsfeier 4 Menschen erschossen worden. Nach Polizeiangaben wurden darüber hinaus mehr als 28 Personen verletzt. Medien berichteten, dass die Opfer Jugendliche seien, die in einem Tanzstudio zu einer Geburtstagsparty zusammengekommen waren. Die Tat ereignete sich am Samstagabend im Ort Dadeville, kurz nach 22.30 Uhr Ortszeit. Die Anwohner versammelten sich am Sonntag in der Nähe des Tatorts zu einer Mahnwache. Bei den tödlichen Schüssen handelt es sich um die jüngsten Angriffe im Süden der USA nach Attacken in Tennessee und Kentucky. Die Behörden erklärten am Sonntag, dass zwar keine Gefahr mehr für die Gemeinde bestehe, sie sagten aber nicht, ob ein Verdächtiger getötet oder verhaftet wurde. Auch über das Motiv des Schützen gab es zunächst keine offiziellen Angaben.